Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Anibal P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir Vault 75 betreten. Geil, was? Wo wir eigentlich nur so ein paar Abstecher von dem DLC machen wollten. Dann hat sich hoffentlich gelohnt. In Vaults sind normalerweise gute Belohnungen. So Wackelpuppen, Magazine und so. Das heißt ja gute Belohnungen, da kann ich... Danach kann man jetzt in diesem Spiel nicht mehr gehen, weil hier keine geskripteten Sachen sind. Aber naja. Ja, außer Wackelpuppen und Magazine. Was ist das? Sind hier Dingens? Weiß ich jetzt Sonnen oder was? Spinde leer. Ja, da war ich. Hey, du bist tot. Bin tot? Weiß ich dann tot? Sag mal, ich tot. Weißbrot. Ghost, Toast. Jetzt darfst du mit deiner Waffe an. Jetzt wolltest du schon wieder auf ihn losgehen und sie mit deiner Waffe verprügeln, ne? So stumpf ist nicht. Erinnere mich irgendwie an die Gegner aus Final Fantasy Type Zero. Diese normalen Soldaten. Die haben vom weiten Abschießen mit ihren Maschinengewehren. Was machen die? Geben vielleicht einen Schuss oder so ab. Dann, auch wenn du 10 Kilometer entfernt bist, kommen die auf dich zu ran und hauen dich mit ihrem verdammten Maschinengewehr. Was zum Teufel? Ich wundere, warum die den Krieg verlieren. Jedenfalls weiter. Ja. Aufgepasst. Hast du mir ein Geschenk? Oh ja. Nimm, weiß ich nicht, hier. Benutzt das verdammte Teil auch. Ne, einfach so. Okay. Was zum? Das sieht aus wie Dingens hier. Wie Bobby's denn einmal. Was? Sieht aus wie, boah, wie heißt hier eine Stadt, wo Dingens lebt? Hancock. Ehrlich. Good neighbor. Alter, was machst du da? Ich weiß nicht, was das macht, aber mach das mal. Ja, super. Komm hier mal hoch. Ja, Waffe weg. Was machst du jetzt? Seht sie da wieder an, aber warum? Wie benutzt die? Was ist das? Die kleine
meinen Sachen gehören in Tütchen als Beweismittel. Okay. Erst mit dem Kampfsimulator hier auf sich. Und dann interessiert mich doch noch. Ja, du setzt dich direkt hin. Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Warum müssen die sich überall hinsetzen? Haben die ja trainiert für einen Ernstfall oder so, weil sie wieder aus dem Wald rauskommen. Wie darf man das hier verstehen? Jetzt habe ich Strong nicht dabei, ne? Jetzt komme ich hier nur. Komme ich hier so gut wie gar keine Schlösser zum Knacken. So typisch. So, Kampfsimulator, mach mal. Kurs neu starten. Ah, okay. Super. Kann ich jetzt mal einen Rekord eingeben? Daniel, 37. Besser als alle. Starte noch mal. Wo ist noch einer? Oh. Lauf abgeschlossen. Ja, schon wieder nichts, ne? Ich mach das so. Da, ja, komm. Starte Lauf in 3, 2, 1, Start. Ja, nicht geklappt, ne? Ach, schau, ich will Platz 1 sein. 28 Sekunden. Starte Lauf in 3. Ja, auf gut Glück, das passt gerade.
12,83 Sekunden. Vielleicht gibt es irgendeine Trophäe oder so, wenn man unter 10 Sekunden oder irgendwie sowas macht. Ne? Gut. Weiter geht's. Ich habe die Karte. Jetzt kann ich Zeugs machen. Als erstes hin. Ich muss die Karte finden. Oh. Nochmal extra Dingen. Was mit den anderen Türen? Wahrscheinlich auch wieder vollkommen anderes, ne? Oder oben rein. Da war doch noch irgendwo ein Reaktor. Da sollte ich vielleicht auch noch mal reingehen. Du hast nichts gehört. Geht nicht. Ja, gehen wir mal erst in den Reaktor noch rein, da war ich auch noch nicht. Ich habe möglicherweise ungewöhnliches Verhalten entdeckt. Was ist das? Dein Puls und deine Stellparameter sind noch im akzeptablen Bereich. Oh ja, mal ein Spielplatz. Beim Reaktor, ehrlich. Ich würde gerne noch wissen, was hier schief gelaufen ist. Hey, da komme ich nicht hin. So, der erste, was mir jetzt hier einfällt, was offensichtlich ist, dass Gunner hier eingebrochen sind. Scheint das einzige, was hier schief gelaufen ist. Weil das ist normalerweise nicht immer alles. So, die Karte war ja noch, ja, das macht natürlich Sinn. Die Karte war noch da in diesem Ort. Da war beim Gunner. Deswegen könnte man meinen, hier war noch niemand. Oh nein. Echt? Er geht einfach so. Und der Helm, das bringt nichts. Oder oh, gibt's noch nicht. Wir sind glücklicherweise nicht allein. Ah, ich falle. Oh. Hier fällt aus, sie hat doch ein Panikgerät. Noch intakt? Oh Gott, ich bin krank. Ich würde oh nein. Oh, du gerne hältst mich wieder auf. Warte. Auf mit Kisten auf mich zu schießen. Da kann man nicht mal nachladen mit der Waffe. Ah, das geht. Puff, Schlitz, Schlag, Stab. Dann war verfallen. Dann bin ich hier. Ich vollkommen zickig. So, auf jetzt.
uns entführen. Oh, ich muss dich sogar erledigen. Oder irgendjemand anderen. Hart zu bekommen. Ja, doch, ich habe beschissene Waffen mitgenommen. Kann das sein? Curry. Okay. Meine Güte. Stärke und Ausdauer brauche ich nicht. Trotzdem danke. Gut. Es war nicht sonderlich schwer hier, aber ein bisschen nervig sind hier schon, die abgeht. Rekrut hat die Karte, ehrlich? Tut mir leid, den seine Leiche voll weggefetzt. Ach, jetzt gar keins gut. Okay. Das ist ein Terminal, Forscher-Terminal. Mach mal den Feind kaputt. Schon guck ich hier noch ein bisschen um, ne? Mach's ja da. Ich glaube, ich verfüge bereits über ausreichend Daten für Verletzungen. Okay, wer ist da? Ah, was du, ja? So ein Gunner. So eigentlich. Habe ich auch noch nicht alles erkundet. Mal zustimmen, wenn ich irgendwelches als Zeug aufnehme. Testplan. Oh, 9000, okay. Hi James, warte. Hau ab. Wenn dein Name nicht Reut oder James ist, dann hau ab. Warte. Okay. Okay. Gut. Was haben wir hier noch für ein Händler? Aerobic Tests. Okay. Test bei Risiko bei Herzstillstand tot. Akzeptabel, Muskelzerrung, Übelkeit, erreicht mir Muskellosigkeit. Welches Teil des Forschungs hier wieder? Er interessiert mich nicht so. Gut. Du hin, Papier. Dich zu weit weg, Mann. Frau. Und jetzt sind wir wieder da. Ach, jetzt sind wir hier drüber. Okay.
nicht mal vorstellen, wie lange die Leute hier schon tot sind, dass hier noch Skelette nur noch übrig sind. Wie lange braucht der Körper, bis er, weiß nicht, wie er entstanden ist, ob der selber verwest ist oder ob der irgendwelchen Viechern geknabbert worden ist. Oh hi. Ist er richtig locker angezogen. Also dafür, dass du ein Gunner bist. Und da haben wir eine Wackelpuppe. Die Wissenschaftswackelpuppe. Sehr gut. Perfekt. Man soll stets bereit sein, das Video und das Warum zu erklären. Du hast beim Hacken einen extra Versuch. Wow, das ist nicht so. Okay. Aber besser als Intelligenzwackelpuppe, sonst hätte ich mich geärgert. Egal, wir haben die Wissenschaftswackelpuppe. Ist auch was, ne? Macht auch Sinn von dem Vault hier. Gut. Sagt doch, Vaults haben immer irgendwie Wackelpuppen. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Sind ja Vault-Tech-Wackelpuppen. So, für was habe ich jetzt den Dingen? Verwaltungs- und Kartenleser, okay. Bin aber immer noch für einen, ne? Was? Durchladen! Lass mich durchladen. Gegner verlassen die nähere Umgebung. Kampfhandlungen einstellen. Hey, du trittst sie einfach um. Niemand darf meine Gefährten treten, außer ich. Warum ist mein Antivirenprogramm jetzt an? Was zum Teufel? Hauptdirektive, wie sie uns aus. Vision von Vault 75 lautet Aufwertung des menschlichen Genoms. Ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter werden sich am Forschungsplan von Schlett, Braun und Lampe orientieren. Genforschung, okay. Okay. Wer will, kann lesen. Ich nicht so viel Text, sonst haben wir gleich der Part zu Ende. Oh, was hier, okay. Mach mal das noch auf. Geschafft. Ich bin bis jetzt noch nicht überladen gewesen. Ist auch mal was Neues. Du setzt dich wieder irgendwo hin. Voll ehrlich. Weil dann die Charaktere nicht ihre verdammten Waffen benutzen, das haben sie ausgelassen. Aber nein, höchste Priorität muss natürlich sein, dass die sich überall hinsetzen. Ja, das muss noch mal kurz zurück und gucken, wo der andere Raum hier nochmal war. Ich die Quest schon mal ab. Oh, okay. Ich dachte. Ah, okay.
Gut, dann warte mal. Was? Ja, ich bin jetzt erstmal im Park und guck, wo ich hier bin. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.